Ja, wir stehen hier am Pilgerbrunnen in Erbach im Alb-Donau-Kreis, den der frühere Pfarrer Dietmar Krieg errichten ließ, begeisterter Jakobspilger. Und die Grundidee war, wenn Pilger auf dem Weg sind, vor allem in der warmen Sommerzeit, dann brauchen sie immer wieder mal einen Brunnen, einen kühlen Trank. So hat auch der Spruch, der hier dann eingemeißelt wurde, Bedeutung. Ich trank bei einem Freund Wasser und siehe da, es schmeckte nach Wein. Also so kostbar kann dann das Wasser unterwegs auch werden, wenn man an einen solchen Brunnen kommt. Und danach ist dann auch wieder ein neuer Aufbruch möglich, zu dem das folgende Gedicht etwas sagt. Brich auf, mein Herz! Brich auf, mein Herz, zieh aus, jetzt ist die beste Zeit. Lass deiner Heimat Haus zum Abschied, sei bereit. Treibt mich der Sehnsucht Flut von alten Ufern fort, weiß doch unwissend gut mein Herz den sicheren Hort. Es ist in allem Hoffen furchtloses neues Wagen, die Horizonte offen und treue Wege tragen. Ich will mich ganz vertrauen, mein Herz, kein Weg zurück. In tiefstem Innenschauen geht mit mir Himmelsglück.